Ja, bei uns ist es so, bei Roberts haben wir viele Neuigkeiten, jetzt seit Anfang des Jahres. Es geht los mit einem Einstiegs-Internetradio, was bei einer UVP von 159 Euro liegt, mit allen bekannten Funktionen. Das heißt, man kann das über eine Smartphone-App steuern oder auch über die mitgelieferte Software. Dann geht es weiter mit einem zweiten Internetradio für 229 Euro mit einem tollen Klang, das ist Stream 217. Und wir haben auch ein Revival-Produkt wieder neu auferlegt, das ist das Classic Bluetune. Hier ist auch Bluetooth mit integriert. Natürlich haben auch alle Geräte den neuen Standard Digitalradio mit dabei. Okay, prima. Von den Neuentwicklungen, was ist denn da der letzte oder das letzte Gerät, was auf den Markt gekommen ist? Das neueste Gerät, was da auf den Markt gekommen ist, ist das Stream 217, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe. Da ist eigentlich alles mit drin, was verfügbar ist. Das heißt, wir haben ein Farbdisplay dabei, wir haben 5 Stationsspeichertasten, die gerade auch im Bereich Internetradio, das auch mit integriert ist über WLAN oder LAN, sehr wichtig sind, weil wir mittlerweile über 30.000 Podcasts und Sender empfangen können, wo natürlich die Stationsspeichertasten dann auch Sinn machen. Steuerung über die App ist hier auch wieder möglich. Wir können auch vom Server die Musikdaten direkt streamen oder vom PC oder Mac, können aber auch eine externe Festplatte mit anschließen. Also das ist eigentlich so das Nonplusultra, was im Moment auf dem Markt verfügbar ist. Und über das schöne große Display können wir bei DAB Plus auch die Slideshows perfekt wiedergeben und anzeigen. Also da sind wir sehr zuversichtlich und die ersten Verkäufe zeigen auch schon, dass das auf jeden Fall der richtige Nerv ist. Okay, da sind jetzt jede Menge neue Features dabei. Die Frage ist, was ist denn mit den alten herkömmlichen UKW-Frequenzen, die ja abgeschaltet werden sollen? Sind die noch bei den jetzigen Geräten und bei den zukünftigen Geräten? Kann ich dann noch Analogsender hören? Also Analogsender kann man bei uns standardmäßig bei jedem Gerät nach wie vor noch hören, weil wir Radios herstellen. Das heißt, wir werden UKW erst dann vernachlässigen, wenn das Interesse nicht mehr da ist. Aber wir haben nach wie vor alle unsere Geräte mit UKW ausgestattet. Wir haben auch sogar noch einige Geräte, eine Handvoll im Portfolio, die nur mit UKW arbeiten. Bei den meisten Produkten ist es so, dass der neue Standard Digitalradio allerdings auch schon mit integriert ist. Okay, prima. Dann sage ich vielen Dank. Sehr gerne.